Hallo Netsch, willkommen zurück zu Let's Play Binding of Isaac Rebirth. Wir haben eine Win-Streak von minus 10, da wir beim letzten Mal mit The Lost, ich meine, dreimal gestorben sind. Dann habe ich mir gesagt, oh Mann, Alter, komm, lass, wir gehen. Ah, oh, fuck you! Wow. Aber da es uns im Moment mit The Lost gelingt, gar nicht mal so scheiße zu sein, habe ich mir gedacht, ich habe doch noch mal Lust auf eine Runde Lost. Thunder Thighs. HP up, Speed down. Und wir machen alles kaputt. Wieso ich die Thunder Thighs jetzt so energetic geholt habe? Klar, wir sind super langsam dadurch. Wir können aber diese Bodentüren aufdecken. Und das ist es mir wert. Das ist es mir alle Male wert. So. Bob. Bob. Ein Problem hat die Sache. Wir können nicht über Steinen schweben. Wir können nicht über Steinen schweben. Das ist ein großer Nachteil. Bedeutet, wir sind langsam und an den Boden gefesselt. Oh, Scheiße. Wieso mussten da jetzt auch Spinnen drin sein? Ernsthaft? Alter. So. Bup. Bup. Okay. Aber natürlich sind wir nicht. Ja. Also. Keine Chance. Wir hatten nicht die geringste Chance, da rauszukommen. Bombengegner sind für The Lost arschig. Was hauptsächlich daran liegt, dass wir gegen die. Wir können gegen die nichts machen. Die kommen auf uns zu. Wenn die da nicht explodieren, wenn wir fünfmal drauf schießen, dann haben wir verkackt. Entweder berühren sie uns. Oder wir werden eingekesselt und können noch nicht mal mehr fliehen. Weil ganz ehrlich, was hätte ich machen sollen? Es ist super ätzend. Vieles muss klappen. Ach, Scheiße. Kapiert, weil. Ach. Es muss vieles aufeinander abgestimmt sein, damit wir, durchkommen. Mehr ist es nicht. Wir müssen nur mal durchkommen. Und deswegen. Oh Gott, bitte. Gib mir doch ein Item. Gib mir einen Run, der mal was werden kann. Da gibt mir die Scheiße 9 Lives und Bob's Brain. Bob's Brain. Selbstmordfaktor 90. Sie hätten mir am besten direkt Kamikaze und sonst keine Items geben sollen. Ja. Das ist B to the Ass. Nicht Ass wie Arsch, sondern. Ach komm. Mit euch rede ich nicht mehr. Ihr seid so verschweinst. Da komm. Bra. Komm. Gut. Okay, der Raum ist Bullshit. Ah, den muss ich auch wieder irgendwie überstehen. Und ich weiß noch nicht wie. Wie wäre es erstmal mit einer kleinen Pause?
Dann gehe ich hier hoch. Und gehen wir mal hier rein. So. Aber das war gerade eben zum Beispiel gegen diese Bombenhainis nicht möglich, weil die haben mich dann plötzlich eingekesselt. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn plötzlich vor dir so ein Bombenhaini steht, der auch noch ein Champion ist. Da ist nämlich dieser Moment, wo du dir denkst, yup, I'm fucked. Das waren sogar Steine, auf denen ich hätte stehen können. Das Problem ist, ich kam hier nicht mehr runter. Ich war ja eingekesselt sofort. Würden sie wenigstens nochmal gehen? Nee. Das macht nämlich nicht jeder Gegner. Ja, fuck. Oh Mann! Freunde der Sonne, das ist alles Bullshit. Moms Contacts. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Moms Contacts ist schön und gut, würde ich mal sagen. Aber naja, es sind auch nur Moms Contacts. Und ja. Warten wir mal, wie es aussieht, wenn wir den ersten Boss geschafft haben. Oh, überall Champions, überall. Ja, klar! Wie weit willst du denn noch springen? Alter! Das hat natürlich nicht getroffen. Junge, du hast Angst vor mir, oder? Dann, nein, 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 nein. Lauf da hoch. Entweder lauf hoch oder bleib stehen, aber du kannst nicht beides. Mann. Oder gar nichts. Ist ja auch scheiße. Ich bin schon wieder im Rage-Mode. Oh, The Lost, du regst mich aber auch auf, ey. Und schon wieder so ein Spinnen-Heini. Oh, die sind so unsympathisch. Mann. Ja, da ist bestimmt einer, der in die Luft fliegt in 1000 Teile. Jop. Nope, 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 nope. Halt die Backen. The World. Pin. So. Okay. Wunder, wunder, wunderbar. Okay. Pin dauert auch viel zu lang. Pin dauert viel zu lang. Wow. Übertreib.
Kein Deal with the Devil, Roid Rage. Speed und Range Up. Ich weiß nicht, was, ob es gut oder schlecht ist. Kann ich nicht sagen. Gott. Cellar 2. Weil alles andere wäre ja auch langweilig, nicht wahr? So, bam. Okay. So. Den irgendwie erwischt. Dann machen wir hier mal auf. Ich hab nix für die Batterie. Ach Gott, ist das scheiße. Ja, du bist ein ganz fieser Penner. Okay. Lard würde mir nichts bringen, außer uns langsam zu machen. Wir haben keine Herzen. Lard würde uns nur langsam machen. Und, tut mir leid, aber... Beim besten Willen, das kann ich nicht gebrauchen. Schon wieder so ein Scheißraum. Gott, ich hasse Spinnen. Gut, also können wir uns den Treasure Room auch schon wieder ganz sparen. Okay, dann haben wir hier... Okay, dann kommen da wieder 1000 Fliegen aus dem raus. Aus der, ich bin mir nicht ganz sicher. Aus der Widow. Lass es! Lass es! Meine Scheiße! Komm. Okay. Pentagramm, das ist nett. Und das ist das Item schlechthin für uns. Das ist im Prinzip das Spacebar-Item, das Beste, was sich The Lost vorstellen kann. We need to go deeper. Ist der Hammer. Wir brauchen noch eine Bombe. Eine Bombe brauchen wir noch. Eine Bombe brauchen wir noch. Tears up. Da komm. So. Oh, shoot. Eine Bombe brauchen wir noch. Boom.
Keine Bombe für uns. Keine Bombe für uns. Oh, shoot. Nice. Da ist unsere Bombe. Warum der unter uns explodiert ist? Gott, ich weiß es nicht. Das ist mir aber auch relativ egal. Bitte, 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 nein. Okay. Das ist nicht so gut. Ich würde auch äußerst gerne wie heißt es? Äußerst gerne ein Devil Room haben. Halo of Lies, das ist ganz gut für uns, weil das ist Protection und Protection ist gut für uns. Sprich, ich werde den Bossraum betreten, wenn mir der Boss nicht gefällt. We need to go deeper. Oh, oh, oh. Oh Mams Ei sei Dank. Oh Scheiße, oh Scheiße. Was ist denn das hier für ein... Wieso ist Fistula so scheiße schnell? Das gefällt mir gar nicht. Oh, man. Wow. Okay. Nope. Nope. Okay. Oh, Schandfleck. Okay, wir haben Halo Flies. Der Halo Flies ist gut. Wir haben schon irgendwo ein Damage ab. Shit. Komm schon und okay. Weiter. Piep. Ech. Eigentlich gefällt er mir nicht, er ist aber machbar. Piep ist machbar. Besonders, weil wir fliegen können. Aber wir müssen nur auf die Pieper achten. Und das klingt leichter, als es eigentlich ist. Okay. Wow. Okay, wir haben Piep erledigt. Bekommen das Evil Matchbook. Oder auch einfach nur Matchbook, ist mir egal. Welches uns gar nicht mehr so viel bringt. Das ist nicht so gut. Als nächstes würde ich gerne confirmen, dass es wirklich ein Weg in den nächsten Floor ist.
Und nicht das, was wir wirklich suchen. Nein, es ist nicht das, was wir wirklich suchen. War ja irgendwie klar. Okay. Der Run hat Potenzial, doch noch was zu werden. Okay. Wir bräuchten dringendst einen. Fuck, es ist so ein Raum. Ein Schlüssel, da ist unser Schlüssel. Es ist so ein Floor. Okay, ganz ruhig. Das ist locker zu handeln. Ein Golden Key, das ist noch besser. Was haben wir hier? Two of Spades. Okay. Ah, shit! Wow! Wow! Oh, shoot! Da hatte ich gerade aber mal so richtig fett Panik. Oh, fuck! Nichts passiert, Freunde. Nichts passiert. Ich habe mir nur in die Hosen gemacht. Und hier. Yes! Yes! Jetzt müssen wir nur noch, was haben wir hier für einen ätzenden Scheißer? Ach, Kacke. So. Bitch. Ah. Wir haben den Sticky Bot. Nein, not today. Bitch. 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 Okay, das ist. Bis jetzt geht's noch. Was haben wir hier? Die Empress. Was haben wir hier? Hagalat. Die Empress ist ganz gut. Die Ludovico-Technik ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Sogar. Sehr in Ordnung, sogar schwer in Ordnung. Ich hau aber jetzt nicht ab, nein. Ich gehe tatsächlich weiter. Okay. Ach, stimmt. Erledigt. Okay. Da unten. Alles klar. Nope. Nope, nope, nope. Schlüssel. Oh, da fällt mir gerade ein, wir haben einen Golden Key. Das heißt, wir können ja mal rein. Scheiße. Willst du mich flachsen? Willst du mich flachsen? Wieso Greed? Wieso Greed? Ihr tut gerade so, als wäre ich tausendmal im scheiß Shop gewesen. War ich nicht. Das bedeutet 36 Münzen. Der Shop könnte sich also auch noch lohnend machen. Lohnend machen. Ah. Down there on the bottom of everything. Oh. Ja, so ein kleiner Pisser. Okay, dann hol mir dich, dann hol mir dich. Okay. Mega fatty.
Oh, fuck. Okay. Mega Fatty geht. Man kann zwar auch gegen ihn leicht Schaden nehmen, wenn man nicht aufpasst. Aber das sollte drin sein, weil wir schnell sind. Okay. Komm, komm, komm. Yes. Yes. Guppy's Tail kommt mal mit. Ich hoffe natürlich immer auf 9 Lives. Es ist aber... Health up, cool. Judgment. Oh. Ne, wir gehen weiter. So, wir sind in den im Nekropolis. Okay. In Nekropolis. So und so. So. Komm. Nekropolis, wir sind also schon relativ weit gekommen. Little Chubby, das ist... Was geht eigentlich? Was haben wir hier? Oh fuck, so ein Dreck. Okay. Die Masken machen mir Angst. Nachher stehe ich nicht richtig auf einem Stein und der kriegt mich. Die Credit Card. Okay. Schön zurücklehnen und die Show genießen. Oh ja. So, da unten ist der Bossraum. Okay. Nichts, ich würde schon gerne in den Shop. Mal schauen. War. War ist in Ordnung eigentlich. Mit War komme ich klar. Nee. Nope. Da komm da. Und... Ups, das war ein bisschen... Ah. Chubb macht nämlich eigentlich ordentlich Schaden. Man muss ihn nur lassen. So. Ich versteck mich.
dann macht er nichts mehr. War ist wirklich goldig. Und wir bekommen einen dritten Orbital, was uns wahrscheinlich den Arsch retten wird. So das ein oder andere Mal. Ball of Bandages. Wir gehen trotzdem zurück. Ich möchte diesen Shop haben. Wir haben 40 Münzen, da ist mehr drin. Und die Credit Card. Das dürfen wir nicht vergessen, wir haben auch noch die Credit Card. Da ist der Shop. Und tadellöse. Dann benutzen wir die Credit Card. Was bedeutet, wir haben alles gekauft. Dann hole ich mir die Magic Fingers. Was sogar einen Grund hat. Einen perfiden, bösen Grund. Jetzt habe ich zwar We Need to Dig Deeper oder We Need to Go Deeper nicht benutzt. Das ist kein Problem. Ich habe mich höheren Zielen verschrieben. Und Pay to Play oder was war das? Ja. Wir haben 40 Münzen. Wir müssen nicht unbedingt was kaufen. Das hier, meine lieben Freunde, geht zu Ende. Also, habe ich zumindest vor. Okay, das ist ein beschissener Raum. Und mehr Geld. Mehr Geld. Wow, 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 wow. Mach mir hier nicht so eine Panik, bitte. Danke. Ja, die machen hier nur Panik. Also, boah. Das ist ätzend. Wow. Fuck them. Fuck them. Okay, was hätten wir hier? Bei Nine Lives wäre ich sofort reingegangen. War nicht Nine Lives, ist mir also egal. So und so und so in den großen Raum, da ist ein Chub. Wir schauen uns das mal von etwas näher an. Wir müssen ja nur mit der Ludovico-Technik draufhalten. Und alles wird gut. Okay, Nummer 1. Gehen wir mal hier rein. Läuft. So. Okay. Dann gehen wir runter. Der muss weg. Der Fat Jumper muss weg. Ein Schlüssel. Health up und Tears up. Ich suche erst noch den Treasure Room. Okay. Viel zu anstrengend der Raum gerade.
Gut. Wow. Nein. 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 Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist... Nein. 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 Das ist sowas von gar nicht gut. Das ist so schlecht. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Das darf echt nicht wahr sein. Wieso? Von allen Items. Wieso Dr. Fetus? Scheiße, 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 scheiße. Ja, toll. Komm. Nee. Wieso? Wieso? Wieso Dr. Fetus? Ich hätte mit jedem Scheiß leben können. Mit jedem Scheiß. Aber dann ist... Also, es ist, glaube ich, das einzige Item, was wirklich unsere Tränen verändern kann und im Treasure Room ist. Also wirklich in Bomben macht oder... Ja... Epic Fetus mit den Raketen von mir aus auch. Die zwei. Und dann, natürlich dann, wenn ich es nicht sehe, kommt es. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das gibt es nicht. Oh mein Gott. Oh Mann, mein Name ist Epic Man. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Bis dann. Ciao.